Hey, ja, also herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir starten ganz bewusst erstmal wieder in Jubeldorf, denn ich will so ein paar Sachen hier abschließen. Ich war nämlich sehr fleißig. Ah, du bist es. Wirklich beeindruckend, wie du das mit dem König der Höhle geschafft hast. Aber ich kann mir schon denken, weshalb du hier bist. Ich mache es dir echt nicht leicht, was? Nope. Eigentlich würde ich meine Ware ja schon zum Weiterverkauf abgeben. Nur käme das aber einem Friedensangebot gleich und das passt mir überhaupt nicht. Du bist auf dem Weg ins Weiße Frost, dann sehe ich das richtig? Ich war da schon, sonst hätte ich dein Zeug nicht kriegen können. Kannst du mir von deiner Reise vielleicht 3 Strandrettiche mitbringen? Dann that. So, oh, du hast wirklich in dieser unbarmherzigen Umgebung solch erlesene Strandrettiche gefunden? Eine beachtliche Leistung, dürfte ich 3 haben? Strandrettiche sind aus dem weißen Frostland einfach nicht wegzudenken, obwohl man sie kaum nirgendwo findet. Aha. Wenn man ihren bitteren Wurzeln einlegt, entfalten sie einen süßlichen Geschmack. Als leckeres, eingelegtes Gemüse sind sie sehr beliebt. Meine Enkelin ist richtig gut darin, Gemüse einzulegen. Ich werde sie mal fragen, ob sie mir daraus welches zubereiten kann. Nun, da es mir äußerst unangenehm ist, dich ständig wie ein Botenjunge zu behandeln, werde ich diesmal selbst mit Heiso sprechen. Robert zuliebe werde ich dir meine Waren verkaufen. Aber bilde dir ja nicht ein, dass das irgendwas zwischen uns ändert. Aber Tahoa, was soll ich? Also Opa, fängst du schon wieder damit an? Was machst du denn hier? Du willst nicht, dass unser Geschäft dir deine Waren abkauft? Wann lernst du es endlich, Privat- und Geschäftsleben voneinander zu trennen? Wenn du so stürköpfig bist, vergeht mir echt die Lust, überhaupt ein Gespräch mit dir zu führen. Ja, warum? Du hast mir doch hochheilig versprochen, niemals zu heiraten. War ja klar. Wann soll ich das denn gesagt haben? Als Kind vielleicht, aber ich bin doch kein Kind mehr. Es tut mir schrecklich leid, dass du so unter Opas Launen leiden musstest. Bitte schau auch weiterhin in unserem Geschäft vorbei. Du bist hier stets willkommen. Yes, move on. Immerhin haben wir nun auch ein exzellentes Sortiment an Waren. Schlag ruhig zu. All das nur, um mehr Waren zu bekommen, die ich vermutlich niemals kaufen werde. Als nächstes, einfach weil ich die Dame hier sehe. Was willst du denn so Feines von mir? Kleinstein hat mich auf eine Anleitung für perfekt eingelegtes Gemüse gebracht. Hast du Interesse? I guess. Ich würde sagen, du sammelst die Zutaten und bekommst dafür die Anleitung von mir, ja? Bitte bring mir 2 Brocken Knirschmineral, 2 Cola-Bohnen und 2 Königsblätter. So, 2 das, 2 jenes und auch noch die hinterher. Strandrettiche habe ich schon da, also kann es losgehen, dann mal frisch ans Werk. Gott, 4 Zutaten werden da benötigt? So, jetzt muss als letzter Schritt nur noch Kleinstein oben drauf und wir sind fertig. Oh, was ist denn jetzt los? Oh. Kleinstein hat sich verändert. Ist das die Entwicklung, von der alle reden? Ist das Gemüse heil? Ja, das Ding müsste eigentlich einiges mehr wiegen. Es ist ja doppelt so lecker, wie ich es mir vorgestellt habe. Wirklich perfekt eingelegt. Ich nenne meine Kreation Doppelrettich. Wenn man gemeinsam mit Pokémon kocht, eröffnen sich einem ganz neue Möglichkeiten. Diese Erkenntnis habe ich dir zu verdanken. Doppelrettich. Okay. Meine Frage ist jetzt natürlich, was zum Kuckuck ist denn das jetzt genau? Ich gehe nochmal ganz kurz hin. Doppelrettich. Das da. Das kriegen wir nämlich auch als Belohnung, wenn wir all die Geister einsammeln. Durch diese eingelegte Gemüse verursachen die Attacken eines Pokémon vorübergehend 50% mehr Schaden. Ich meine, für diejenigen, die halt nicht so viel Schwertanz erlernen oder Doppelschlag, von mir aus, aber der Aufwand ist mir zu viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was? Kinosis Pokédex-Eintrag ist vollständig? Ja, ich zeige ihn dir. Hier, viel Spaß damit. Du hast wirklich viel geforscht, was? Aha, ich verstehe. Ich habe sehr viele Viecher verprügelt, ja. Das Ding ist damit auf Level 60 geklettert. Es ändert seine Form, wenn die Sonne nicht vom Himmel lacht.
Lacht. Also ist das, was ich gesehen habe, gar keine Entwicklung gewesen. Solch eigenartigen Geschehnissen nachzugehen ist also die Arbeit des Forschungstrupps. Dann will ich mich mal meiner Arbeit widmen, damit ihr etwas Leckeres zu essen bekommt. Irgendwas Interessantes. Hast du das Pokémon mit der bezaubernden Sprungfederschweife für mich gefunden? Ja, ich hoffe es mal. Ich habe nämlich so einiges, alles falsche Richtung, einiges hier gesammelt und ich hoffe, dass es jetzt hier tatsächlich das Charmian sein soll. Jawohl, das ist es. Nach dem Pokémon mit diesem anmutigen Schweif habe ich gesucht. Schau nur, wie schön sein Schweif geschwungen ist. Was für eine herrliche Form. Das launische Schwingen seines Schweifes ähnelt Blättern, die im Wind tanzen. Damit bringt es bestimmt jeden Gegner aus dem Konzept. Für diesen Schweif ist kein Lob genug. Und was für ein Ruf. Hat es mich etwa schon ins Herz geschlossen? Es ist immer noch meins. Können Pokémon oder Pokémon machen mir zwar Angst, aber für dieses könnte ich vielleicht eine Ausnahme machen? Ah, es hat mich gekratzt. Vielleicht sollte ich der Sache doch noch etwas Zeit geben. Ich danke dir jedenfalls, dass du mir ein Charmian und vor allem seinen Schwanz gezeigt hast. Schweif. Eines Tages möchte ich ein Pokémon mit einem herrlichen Schweif haben, mit dem ich mich so gut verstehe, wie du mit deinem Partner. Partner, den ich extra für die Sache nochmal gefangen habe. Hast du uns ein Birmi gebracht? Du weißt schon, das einzig wahre im grünen Laubgewand. Ja, ich habe gleich drei von denen gefangen, einfach weil es drei Versionen von denen gibt. Und ich davon ausgehe, dass wenn ich eins abliefer, die anderen beiden herummucken. Na, wer sagt's denn? Mehr Birmi geht nicht. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht, aber was du da hast, ist schlicht ein anderes Pokémon. Haha, der Versuch, aber das ist kein Birmi. Ha, die würden ein echtes Birmi nicht mal erkennen, wenn es sie in den Hintern beißt. Dann wirst du den beiden wohl auch jeweils ihr Pseudo-Birmi zeigen müssen. Könntest du noch zwei weitere fangen? Genau. Dementsprechend war ich natürlich so clever und habe das alles vorbereitet. So hast du Birmi gefunden mit Sand und Stein. Hier, viel Spaß. So, gut hergeschaut, meine Lieben. Dieser kleine Racker ist ein waschechtes Birmi. Ein ungeübtes Auge könnte sich da leicht vertun, aber ich weiß, das ist kein Birmi. Sehe ich auch so, vor allem, weil ihm nämlich die Lumpen fehlen. Also wenn der Groschen auch beim echten Birmi nicht fällt, ist wirklich Not am Manne. Zeig uns doch zum Vergleich bitte auch die beiden Fälschungen. Bring uns doch auch die beiden Birmi von den... Ah, dann hättet ihr wenigstens den Text aktualisieren können, dass wir noch einen weiteren suchen sollen. So, und dann zu guter Letzt, ich rede einfach mal direkt so mit dir. So, das sollte das Lumpi sein. Oder? Ist da noch eins? Sabalot, du lässt dich aber auch nicht lumpen. Ein leibhaftes Birmi. Quatsch, das sieht doch ganz anders aus. Tut es in der Tat. Nein, ein Birmi ist es nun wirklich nicht. Jetzt hat jeder sein Birmi vorgezeigt und trotzdem sind wir kein Stück weiter. Alle sind so uneinsichtig wie eh und je. Ich hab's. Als Autorität auf diesem Gebiet sollten wir Professor Lahm darüber entscheiden lassen. Ach, come on. Seid ihr... Ich seid so dumm. Welches Birmi echt ist? Vervollständige dazu Birmis Pokédex-Eintrag und zeige ihn uns. Habe ich das gemacht? Ich hoffe, ich habe das gemacht. Sachen gibt's. Keiner unserer Birmi war also eine Fälschung. Alle drei sind echt. Kaum zu glauben, dass es Pokémon-Arten gibt, die derart unterschiedliche Formen haben können. Zu guter Letzt haben wir also alle recht behalten. Der ganze Zopf war wirklich überflüssig. Entschuldige bitte, ich war zu schroff zu euch. Aber nicht doch, mir tut es ja auch leid. Ein gutes hat diese Sache doch. Wir wissen nun mehr über Pokémon als jetzt über ein dummes Pokémon. Great. Ich hätte wohl auch ruhiger reagieren können. Schön, dass alles nur ein Missverständnis war. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir dich damit reingezogen haben. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich mehrere Gebiete abreisen müssen und nach doofen Wackelbäumen suchen dürfen. Aber deine Hilfe war Gold wert. Dann gib mir auch Gold. Ein Blattstein. Okay, Bonbons sind immerhin etwas. Jedenfalls kann ich es gar nicht erwarten, mehr über Pokémon zu lernen. Wenn du mal wieder interessanten Pokémon über den Weg läufst, musst du uns davon erzählen. No. Okay, das nächste ist diese Situation hier.
Hast du das Pokémon mit den drei Blättern mitgebracht? Ich hoffe mal, also ich bin ja schon richtigen Dings, dass es hier Lilmanip sein müsste. Ja, von mir aus. Ja, das sind drei prächtige Blätter. Gute Arbeit. Na, mein kleiner Sonnenschein, können wir etwas von deinen Blättern abbekommen? Ja. Ah, hallo, wie kommst du mit der Suche nach der Zutat voran? Wie ein Pokémon? Tja, jetzt weißt du wohl Bescheid. Ganz genau, die Zutaten für die Medizin erhalten wir von diesem Pokémon hier. Was? Wir nutzen etwas von einem Pokémon als Zutat? Pokémon machen mir noch viel zu viel Angst. Ich werde nie wieder Medizin herstellen können. Shirin, du solltest etwas offener sein. Unwissenheit ist eine Sache, sich aber willentlich gegen neue Wissen zu wehren, zeugt von Facebook, Ignoranz. Oder was glaubst du, weshalb die Galaktik-Expedition den Forschungstrupp gegründet hat und nun Pokémon erforscht? Ja, das mag etwa dran sein, aber das kam gerade alles so unerwartet für mich. Aber ich kann auch sehen, dass du draußen in der Wildnis immer dein Bestes gibst. Woher? Ihr habt recht. Ich darf mich neuem nicht verschließen und muss mich meiner Angst stellen, als wenn die Erwachsenen ansatzweise so reagieren würden. Und mein erster Schritt wird es sein, mich mit diesem Pokémon hier vertraut zu machen. Giftsporn! Hast du das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen gefangen? Auch hier würde ich sagen, ja, das habe ich. Meine Frage ist nur, wo zum Kuckuck habe ich es hingepackt? Ach, hier. War genau drauf. Wie reizend es mit seinen beiden Schwanzflossen schlägt. Ich bin ganz hin und weg. Und nicht von der Tatsache, dass ein Fisch in der Luft schwebt. Außerhalb seines Wassers. Vielen Dank für deine Hilfe. Der Forschungsgruppe hat dadurch eine Unterstützerin dazu gewonnen. Weiterhin noch viel Erfolg bei deiner Forschung. Ein Sternstück. Okay. Hast du ein Traunvogel, das du mir zeigen kannst? Das kann ich in der Tat. Aufgrund seines nächtlichen Geheuls fürchten sich viele Menschen vor Traunvogeln. Aber jetzt, wo ich es mal eins aus der Nähe gesehen habe, finde ich es gar nicht mehr so beängstigend. Sieh nur, wie anmutig sein Körper wogt und flattert. Das ist es, ich hab's. Mir ist eine großartige Frisur eingefallen und dazu auch noch die ideale Haarfarbe. Das habe ich alles Traunvogel und dir zu verdanken. Was meinst du? Kannst du sie nicht gleich mal ausprobieren? Kostenlos vielleicht? Oh, du hast auch gleich ein neues Quest. Dann erzähl doch mal. Mir fällt einfach nichts ein. Oh, du kommst genau im richtigen Moment. Würdest du mir noch einmal aus der Klemme helfen? Ich möchte eine neue Frisur kreieren. Diesmal möchte ich mich von dem Pokémon Kirlia inspirieren. Ach Gott, ich hatte vor kurzem noch ein Kirlia rumliegen. Das hatte ich dann weiterentwickelt. Wenn ich ein Kirlia aus der Nähe betrachten könnte, kämen mir bestimmt ganz viele Ideen. Wenn du ein Kirlia fängst, lass mich bitte einen Blick darauf werfen. Und dann zu guter Letzt für jetzt. Hast du ein Wadribi aus dem Strapazenhain mitgebracht? Das habe ich. Dann werde ich gleich mal seinen Honig probieren. Schleck. Eingeschlafen. Wirklich delikat. Man schmeckt richtig, wie sich die Nährstoffe des Waldes im Honig angereichert haben. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht so schmeckt wie der Honig aus anderen Gebieten. Ich werde mir diesen Geschmack merken. Machen wir mit den übrigen beiden Orten weiter. Bitte bringen mir als nächstes ein Wadribi aus den Griffelhügeln. Ja, und ich denke, man hat schon gesehen, ich habe hier alles bereits vorbereitet, damit ich hier nicht wie ein Blöder hin und her zurückrennen muss. So, dann probier mal seinen Honig. Schlecke die Schleck, Schleck. Ein mäßige Süße und ein schlichter Geschmack, perfekt zum Naschen für zwischendurch. Der Geschmack unterscheidet sich ganz klar vom Honig aus dem Strapazenhain. Ich werde ihn mir gut merken. Zu guter Letzt fehlt noch ein Wadribi von der Amanasu-Insel. Bitte bring mir eins. Ja, und hier ist die große Herausforderung. Arme muss mittlerweile die Möglichkeit haben, auf Wasser surfen zu können. Und da gibt es auf dieser Insel definitiv mehrere Bäume.
Und man muss darauf warten, dass einer von denen wackelt. Denn anders als die ersten beiden, dieser ist wirklich nur in den Bäumen vorzufinden. Und das hieß also, man muss ein paar Mal rein und raus aus der Map spawnen. Und es ging aber relativ zügig. Das war also nicht unmöglich, aber wie gesagt, ein bisschen Aufwand. Dann werde ich gleich mal seinen Honig probieren. Stecke die Schneck, wie auch hier. Ich warte jetzt darauf, dass ihn das anbiedert. Dieser Honig scheint mit anderen Blumen hergestellt worden zu sein. Er würde sich bestimmt perfekt dafür eignen, um Tee zu versüßen. Ihr wisst, was Tee ist, okay. Als Fazit lässt sich feststellen, dass andere Gebiete auch anderen Honig ergeben. Das hattest du eigentlich nach dem ersten oder zweiten Mal schon herausfinden müssen. Wadribi ist wirklich ein faszinierendes Pokémon. Allein im Obsidian-Grasland an dem schon einige verschiedene Wadribi-Kolonien. Da habe ich gleich Lust, noch mehr Honig sammeln zu gehen. Dank dir ist mir nun so einiges klar geworden. Hier, dieser auserlesene Funkelhonig ist für dich. Moment, das ist das Zeug, das man einfach auf dem Boden findet. Nun aber gehen wir zurück ins frostige Land und werden, denke, das ist vom Punkt her in Ordnung, von den drei Nasen aus nun jetzt da uns zu diesem Tempel hin begeben, damit wir so ein bisschen noch von der Welt zu sehen bekommen. Ich denke, es wäre schade gewesen, einfach sofort dorthin zu springen. So, man könnte jetzt, wenn man wollte, da einfach schräg hochkraxeln, aber es gibt auch einen offiziellen Weg, den man gehen kann. Und ich würde sagen, das tun wir doch ruhig auch. Gerade vor allem, weil man damit auch nochmal so ein bisschen die Möglichkeit hat, mehr Pokémons zu sehen. Und vielleicht trifft man auf das ein oder andere, was auch interessant ist. Hier unten, perfekt, ist eine kleine Höhle, die war vorher versperrt. Ich war mal so frei und habe trotzdem da schon mal reingeguckt, einfach weil da schlichtweg nichts Interessantes drin ist, außer ein paar Mineralien, die man einsammeln darf. Ist das überhaupt der richtige Weg? Bin mir gar nicht so sicher. Aber so ein paar Frostbedecks hier finden zu können, auch nicht verkehrt. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, es ist nicht hundertprozentig der richtige Weg, weil hier ist jetzt Ende. Aber wenn man hier zum Beispiel, glaube ich, hochgeht, da mag ich so überhaupt nicht, wie der Sneeboss funktioniert. Der Sneeboss kann sich sehr leicht aktivieren lassen. Genau, also ich bin ein zu früh hingegangen, aber im Endeffekt, man sieht jetzt hier, wir sind schon auf der gleichen Ebene angekommen. Ja, genau, hier ist auch die Vorentwicklung von unserem in der Zukunft Mount. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe bisher es nur geschafft, die zu verhauen. Und hab's bisher noch nicht gefangen. Heißt also, wenn du ganz kurz mal noch umkehren könntest, dass ich den Rücken anvisieren könnte, wäre das sehr. Ja. Super Wurf. Sehr schön. So, ich hoffe mir einfach mal, dass es getroffen, nicht nur getroffen hat, sondern auch reingeht. Sehr schön. Und den Rest ignorieren wir mal ganz gepflegt. Hey, Kadabra, hoher Saab. Man muss sich zu so sehen, was hier zum Teil herumäumen darf. Ein Abra ist auch hier. Abra ist sehr nervig zu fangen. Das habe ich zum Beispiel noch nicht auf 10 gebracht gehabt. Einfach weil in der Sekunde, in der sie einen sehen, und das kann gefühlt von Kilometer entfernt sein, haben sie die Chance oder nutzen die Chance, um sofort sich wegzuteleportieren, weil das Ganze sehr anstrengend macht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier tatsächlich auf mich zukommt. Denn natürlich auch hier habe ich bereits wieder alle Sachen eingetragen. Und interessanterweise gibt es angeblich hier ebenfalls einen Alpha, ein Elite-Pokémon. Und ich bin mal gespannt, ob das, und das hatten wir ja auch in dem ersten Gebiet, ich gehe mal ganz kurz hier rüber, da hatten wir ja auch hier die Situation, dass wir zum ersten Mal dann im Tutorial gegen eins kämpfen mussten, das aber nie wieder aufgetaucht ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hier ebenfalls, wer gegen mich kämpfen will, ach so, diese doofen Piepmätze vermutlich, dass es hier ebenfalls der Fall sein könnte. Also könnten wir nicht mich angreifen? Hallo, mal wieder. Ja, was ab? Es heißt ja, man ist sicherer, wenn man nicht allein unterwegs ist. Jedenfalls ist das hier der Blizzard-Tempel. Ich habe schon dafür gesorgt, dass du rein darfst. Du musst nur noch ein bisschen hinterherjagen oder mir. Macht's mir wohl Spaß, mit dir zu spielen, oder finde ich etwas stinklangweilig? Na, hast du schon mal gefragt.
Sabi hat mir Bescheid gegeben. Wenn sie sagt, dass du den Tempel betreten darfst, dann habe ich keine Einwände. Aber du musst Rätsel lösen, um dort voranzukommen. No. Um diese Rätsel zu entschlüsseln, soll man wohl den Blick der Steinstatuen folgen. Wenn ich mich recht entsinne, haben die Statuen auch irgendwelche Musterungen auf der Brust. Das kann nur nervig werden. Na, ja, und natürlich sind auch hier Pokémon unterwegs. War ja klar. So, dann sollte ich vermutlich clever sein, ganz kurz hier schon mal auf das richtige Pokémon gehen. Okay, also wir haben die unterschiedlichen Statuen. Jupp, ja, kommt mir bekannt vor. Ihr habt auch irgendwelches Zeug da in der Mitte drauf. Was für mich die unterschiedlichen Elemente darstellen sein. Aber hilft mir das in irgendeiner Art und Weise weiter? Oh, da ist ein Weg. Okay, wer von denen hat mich jetzt angeblich gefunden? I don't know. Wenn es eine Bronzong war, geführt am Arsch der Welt. Okay, wenigstens ist hier jetzt niemand direkt, der mir auf den Sender gehen will. Ich meine, bisher gibt es nur einen Weg, also... Es ist jetzt noch nicht so komplex. Sonne. Das soll Stahl sein und da hinten ist vermutlich noch das letzte. In die Pforte sind drei Tafeln mit unterschiedlichen Mustern darauf eingelesen. Außerdem sind da kaum lesbare Schriftzeichen eingeritzt, wo die Statuen hinschauen. Welche Tafel möchtest du als erstes drücken? I don't know. Ach, das ist Eis. Als nächstes möchte ich Stahl drücken. Und dann Stein. Du hast die Reihenfolge, die Tafel in der von dir gewählten Reihenfolge gedrückt. Es tut sich nichts, dann muss ich es andersrum machen. Okay, great. Stein, dann Stahl, dann Eis. Okay, einfach nur falsche Reihenfolge. Supi. Aber trotzdem noch mal so ein bisschen gucken. So, als erstes haben wir Eis. Ernsthaft? Ist das Gestein? Das ist Stahl. Muss eigentlich schon fast anfangen, das mir aufzuschreiben. Oder ist die Frage... Keine Ahnung, ob der halt mitzählt. I don't know. Aber ich mache nebenbei ganz kurz mal das auf. Einfach nur, um das niederzuschreiben. Das ist zwar vermutlich nicht schwer, aber man weiß ja nie. So, du könntest Gestein sein. Who knows? Eisgestein, das ist Stahl. Meine Tastatur ist leider ein bisschen weit entfernt von mir. What? Ach so, okay. What are you? Auf der Brust ist ein schwaches Muster zu erkennen. Ist das nicht das gleiche wie gerade eben? Oder ist das jetzt auf einmal Boden noch mit dabei? Achso, das kann sein, dass sie sich einfach wiederholen. Okay, dann ist es angeblich scheinbar erneut Gestein. Und Eis. Okay, Eis, Gestein, Stahl, Gestein, Eis. So, dann fangen wir doch mal an. Eis. Dann Stein von mir aus. Dann Stahl. Dann wieder Stein. Und zu guter Letzt Eis. Yay! Hoffentlich sind alle guten Dinge drei. Denn nochmal will ich das eigentlich nicht machen. Oh, jetzt sind hier Milliarden von denen. Okay,
Okay, und woher soll ich von der Logik wissen, wo das Ganze anfängt? Hier hinten vermutlich? Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass das Missionssymbol da zu sehen war, dass es das letzte ist. So, wir starten mit Stahl, Eis und Stein. Dann gehen wir Eis, Stahl, Stein. Begib dich zur obersten Etage. Ich glaube, das stand aber schon immer dort. Oh, hi. Oh, hi. Das Ding steht da genau wartend, ey. Okay, ich hätte mir nämlich ursprünglich vorstellen können, ja, Herr Bobbing, dass dieser Kollege vielleicht Teil der Aufgabe ist. Wie gesagt, wie wir es ja damals schon mal so hatten. So, es wäre sehr schön, wenn du vielleicht aufhören würdest, mich anzugucken. Ich habe leider nichts. Ah, sehr schön. Reicht das, um von hinten zu treffen? Tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Flügelbälle oder allgemein, die man so gerade durchwerfen kann, sind sehr, sehr gut. Oh, du bist ja vollkommen weggelaufen. Aber sie haben definitiv so ein paar Probleme. Denn das Interessante ist, man muss ein bisschen weiter nach unten ziehen, als sie tatsächlich dann fliegen. Die fliegen also sehr weit oben. Aber gerade so am Anfang fliegen sie überraschenderweise sehr niedrig. Und es ist sehr einfach, dass gerade wenn man so um die Ecken werfen möchte, was natürlich jetzt zum Beispiel hier eine Säule wäre, aber halt auch, wenn man einfach so in der Umgebung unterwegs ist, dass die einfach irgendwo gegenäumen. Weil die Hitbox am Anfang so gigantisch ist. Hat man gesehen, der hat sich kurzzeitig umgedreht, während das Ding geflogen ist. Okay, wunderbar. Ach, ich also auch eine Elite-Version von dem. Das ist auf jeden Fall das eine Kirlier, das ich von Ihnen angesprochen hatte. Das habe ich zu dem Kollegen weiterentwickelt gehabt. Oh, sorry. Oh, ein Kirlier. Hi. Kann ich dich einfach fangen oder rennst du weg? Dann hätte ich natürlich für später schon das jetzt. Also ich sollte eigentlich hier bereit sein. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob sie dann doch noch irgendwie vorhat, mit mir zu kämpfen. Okay, du bist zumindest hier. Falls sie den Vogel rauslässt, sollte ich vermutlich mit Raichu kommen. Mehr spielen? Aber sind wir durch. Du hast mich eingeholt, dann ist das Spiel ja fast vorbei. Wie langweilig. Weißt du, ich habe dich gesehen mit meinen hellseherischen Fähigkeiten. Dich und Vakshavil, da hoch oben im Himmel. Ja, ob das wohl stimmt? Du sagst die Wahrheit, I guess. Nichts ist ungewisser als die Zukunft, aber eines kann ich dir sagen, mit Vakshavil zu fliegen ist nicht leicht. Wenn du also mit ihm in die Lüfte steigen willst, musst du mir erst zeigen, was du so drauf hast. Traust du dich? War ja klar. Oh. Rihonior, Magbrand oder vielleicht Lovoltech? Auf wen wird wohl meine Wahl fallen? Alle auf einmal los! What? Okay, das wird ein Problem. Wenn wirklich alle drei auf einmal kämpfen dürfen, werde ich hier in Probleme geraten. Oh, shoot. Beim alle Level 50, ey. Ja, ich habe jetzt hier leider sehr effektiv. Ich denke, ich muss hier tatsächlich das ausnutzen, was ich kriegen kann. Und gerade denke ich, wenn ich das Ding als erstes zerlege, habe ich die Chance. Obwohl, es geht danach eh vermutlich drauf. Whatever. Krafttechnik. Dann hat er den nicht mal platt gemacht. Das ist natürlich schon brutal. Ja, vor allem, das ist. Ja, das war ja eh schon im Vorteil. Das wird bitterbös. Ich weiß noch nicht, wie ich dies sagen soll. Das ist schwer. Wenn ich dich bringe, wirst du von Elektro zerlegt. Wenn ich dich bringe, kannst du zwar den ersten Kollegen nicht einfach zerlegen. Also eigentlich gar keinen von denen ernsthaft zerlegen, wenn ich ehrlich bin. Du bist besiegt worden.
Du zerlegst den in der Mitte relativ sicher. Und der Rest wird dann schon wieder problematisch. Ah, whatever. Das Gute ist, dass der Ableithieb mir die Möglichkeit gibt, mich zu regenerieren. So, starten wir ruhig mit der Sache hier. Denn in der Theorie könnte er sogar mit... Super. Genau, was ich nicht gebrauchen kann. Es geht alles soweit noch halbwegs. Und wie häufig sind denn die dran? Hallo? Ich bleib dabei, ich mag dieses Kampfsystem so überhaupt nicht. Weil ich das Gefühl habe, dass die viel zu häufig zum Teil drankommen dürfen. Level 30 und Level 30. Okay, das erklärt, warum mir nicht so viel Schaden anrichtet. Wer von den beiden ist mir gefährlicher? Und ist dann dabei so. Warst du nicht paralysiert jetzt? Auf einmal ist er am Brennen. Schafft er dann vor allem nicht mal zu besiegen? Yikes. Boah, machen die den fertig. Jetzt bin ich wieder parat. Interessant ist, statt dass Veränderungen sich wechseln können, so. Okay. Mach den letzten hier noch platt, bevor du platt gemacht wirst. Ja, ich bleib dabei. Dass der Gegner einfach mit mehreren Pokémon gegen dich kämpfen kann, ist leicht unfair. Okay. Stadtmensch 2. Der sollte jetzt hier nichts mehr zu lachen haben. Einer vom Level-Unterschied, aber auch vom den Typen her. Da muss man nur mal hervorheben, dass zwei Level 30er und Level 60er zerlegt haben. Das Spiel und der Kampf sind vorbei und du hast beides gewonnen. Aber Vakshavil scheint noch mehr über dich wissen zu wollen. Lass uns aufs Dach gehen. Vascha! Vakshavil, wie wär's, wenn du Robert selbst auf die Probe stellst? Nun, da habe ich Raichu wieder. Ich meine, ich hätte mehrere Pokémon gehabt, die dagegen ankämpfen können. Aber trotzdem, goodbye. Vakshavil hat verloren, das geht doch gar nicht. Ui, schon so spät, ich geh mal heim. War schön mit dir, tschüssi. Hier geblieben. War doch nur Spaß. Ich spring einfach hier runter. Komm, lass uns zusammen Flöte spielen. Tü-tü-tü. Oh, sie hält die Flöte anders. Ich dachte, man muss das unten so zuhalten, damit der Ton erzeugt wird. Scheinbar nicht. Du machst es komplett falsch. Lass mich mal. Okay, Melodie wurde eingeprägt. Wir bekommen seine Tafel noch entgegengeworfen. Jupp, die Wolkentafel sind Tippflug. Danke, Sabi. Endlich hat mal jemand hier die Türen aufbekommen. Kein Problem. Vakshavil ist ein Obername. Wird sicher auch seinen Spaß dabei haben, mit Robert durch Hisui zu fliegen. Das freut mich zu hören. So kommen Menschen und Pokémon sich Schritt für Schritt näher. Ich frage mich, warum die Blitze aus dem Riss im Raumzeitgefüge die Königin und Königin Raja versetzt. Ist das so ehrwürdige Sinne vielleicht wütend? Oder will es uns damit prüfen? Wenn es eine Art Prüfung ist, besteht ja kein Grund mehr dafür, den Riss offen zu halten, sobald Arktillas, der letzte König, besänftigt ist, oder? Allerdings ist es schon seltsam, dass du von der Galaktik-Expedition S bist, der die Prüfung absolviert. Dabei leben wir doch schon viel länger in Hisui. Warum tust du jetzt auf einmal so schlau, Diam? Sonst denkst du da auch gar nicht gerne. Ach. Halt den Schnabel, ich kann spüren, dass ein neues Zeitalter heranbricht. Und wenn du mich fragst, bist du der Auslöser dafür. Also stirb. Wenn ich mich also an dich halte, werde ich bestimmt eines Tages das ehrwürdige Sinnoh zu Gesicht bekommen.
Ist das, was die haben da erzählt, interessant oder ist es stinkend langweilig? Na? Jedenfalls kannst du jetzt mit dem Vogel durch die Lüfte sausen. Wenn du von so einem hochgelegenen Punkt wie hier aus Nunx fliegst, kannst du es bestimmt so gut wie überall hinbringen. Aber vergiss nicht das Parmaeis. Schließlich haben wir Vakshavil aufgesucht, um es an es heranzukommen. Da drüben ist der Arctillas Eisblock. Probier doch einfach mal aus, wie es ist, mit Vakshavil zu fliegen. Wenn du absteigen willst, musst du nur per Sinkflug zu Boden gleiten. So, jetzt kann ich durch die Lüfte gleiten. Hurray! Der Vakshavil-Gleitflug erlaubt es dir, dich hoch in die Lüfte zu erheben und zu fliegen. Drücken des Plusknopfes lässt sich Vakshavil überall herbeirufen. Bist du gerade im freien Fall, kannst du dafür auch den A-Knopf drücken. Natürlich auch nicht verkehrt. So, dann wechseln wir natürlich jetzt hier wieder auf den richtigen über. Und jetzt. Tada! Jetzt können wir auf einmal fliegen. Wir haben die Möglichkeit, theoretisch zu beschleunigen. Wir können Sinkflut ansetzen. Und können natürlich jetzt so richtig einfach von A nach B kommen. Das macht es natürlich sehr angenehm. Einfach weil man gewissen Sachen ausweichen kann, beziehungsweise man kann auch einfach nach Sachen suchen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt hier noch gemeinsam, einfach weil das Teil der Aufgabe ist. Sehr schick. Das Zeug ist noch mit, was hier rumäumelt. Hallo? Dein Arzt ist vor und scheint auf irgendetwas zu reagieren. Ja, irgendwie erhalten wir ein Stück. Ein Eisklumpen der Arctillas, dem König des Schneefelds, viel Freude bereitet. Es heißt, er sei ein Fragment von einem Arctillas, das vor langer Zeit lebte. Wahahaha! Ah, jetzt sind wir doch hier hoch geschafft. Endlich habe ich es bis nach oben geschafft. Oh, du bist auch hier. Du bist den Eisblock von oben angeflogen, um an Permait zu kommen? Wo nimmst du nur diese Entschlossenheit her? Nein. Okay, ach ja, weil die vermutlich das dann herstellen müssen. Von deiner Strebsamkeit kann ich nur den Hut ziehen. Ich mache mir noch immer einige Gedanken, aber ich werde alles für den Kampf gegen Arctellas vorbereiten. Bitte kommt zum Eisgipfel Kampffeld. Und wer so ein bisschen aufgepasst hat, ich habe auf der Karte bereits markiert, wo das ist. Ist zwar jetzt nicht notwendig, logischerweise, aber. Oh, und versucht bloß nicht, das nachzumachen, was ich gleich tun werde. Sprünge von solch einer Höhe sind nur für Leute mit gestählten Muskeln möglich. Also dann. Zum Glück zeigen wir das nicht. Okay, dann haben wir hier unsere Aufgabe. Interessanterweise will er einen erstmal hier hinbringen, denn hier oben ist definitiv die Plattform. Gut, dann kommen wir heute zum Ende. Wir haben mal wieder neue Aufgaben. Hier oben ist natürlich auch die Pearl-Siedlung. Durchaus interessant und wie immer auch wichtig, es gibt gewisse Punkte, die man auch so ansteuern kann. Also nicht nur die, die das Basis-Camp-Symbol dabei haben, sondern eher die Feder ist das Wichtige. Okay, ich würde sagen, wir kommen für heute hier zum Ende. Ich werde aber, dadurch, dass wir jetzt hier schon wieder am Ende der so gesehenen Woche sind, mir wieder ein bisschen Zeit nehmen, nochmal so ein bisschen überall herum jetzt auch fliegen. Werde nochmal weitere Pokémon leveln, die für euch vermutlich nicht relevant sind. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal gegen Arctillas stellen und gucken, was das Spiel danach noch uns entgegenwirft. Denn ich glaube, da kommt nicht mehr allzu viel. Ich weiß nicht, wie es genau aussieht, weil mir auch das noch nicht wirklich nachgelesen habe oder ähnliches. Aber. So wie das Spiel bisher aufgebaut ist, denke ich mal, dass da jetzt nicht mehr allzu viel kommen sollte. Aber für jetzt bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.